Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es einfach ein bisschen Real Talk geben und ich dachte, wir beginnen mal damit, einen bestimmten Satz ein bisschen auseinanderzunehmen und zu analysieren, der mir in den letzten Tagen ab und an mal in den Kopf gekommen ist, weil ich den vor kurzem irgendwo gelesen habe. Und zwar, nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt. Ich glaube, Kate Moss hat das mal gesagt und das ist auf jeden Fall auch so ein Spruch, den gerade so Pro-Anna-Seiten als Motivationsspruch nehmen. Und von diesen Sprüchen gibt es ja einige. Und wenn man aber mal so ein bisschen intensiver nachdenkt, ist es schon echt ganz schön krass. Eigentlich sagt dieser Spruch ja aus, dass dünn sein mehr wert ist als Genuss beim Essen und dass es wichtiger ist, dünn zu sein, als, ja, Spaß zu haben am Essen. Das ist halt auch irgendwie so sinnlos, weil egal wie dünn man ist, essen muss ja jeder Mensch. Egal, ob man eine Diät macht oder nicht, Essen ist einfach notwendig und alles, was man isst, sollte ja eigentlich gut schmecken und irgendwie sollte Essen ja immer mit Genuss verbunden sein. Und das ist ja in diesem Satz schon irgendwie quasi nicht mehr der Fall. Und es ist ja auch nun nicht so, dass wenn man jetzt mal eine Pizza isst oder ein Stück Schokokuchen, dass man dann direkt nicht mehr dünn ist. Also es sollte ja eigentlich so sein, dass man sich intuitiv ernährt. Und die meisten Leute sind durch intuitive Ernährung schon von ganz alleine schlank und haben auf jeden Fall einen gesunden Körper. Und da isst man eben auch Pizza und Kuchen alles ab und an mal. Und ja, das ist halt auch irgendwie so sinnlos. Als ob man sich nichts gönnen dürfte, weil man sonst nicht mehr dünn ist. Oder ob man, um dünn zu sein, sich nichts gönnen dürfte. Oder als ob es so wenig wert wäre, sich was zu gönnen. Weil man dann offensichtlich nicht mehr dünn ist, das macht irgendwie gar keinen Sinn, weil wie gesagt, man kann auch schlank oder dünn sein und trotzdem Pizza und Kuchen essen. Dieser Satz macht einfach in meinen Augen auch gar keinen Sinn, das ist einfach nur unfassbar krank, weil wie gesagt, essen müssen wir sowieso alle und da sollte man immer das essen, was gut schmeckt natürlich. Außerdem impliziert es auch, dass dünn sein ein unglaublich tolles Gefühl ist und es ist ja nicht so, dass wenn man dünn ist, dass man sich dann ununterbrochen toll fühlt oder ja, dünn sein ist generell kein Gefühl oder schlank sein, sondern es ist ein Zustand. Und wenn das so unfassbar positiv assoziiert wird, wie in diesem Satz, dann wird automatisch dick sein mit negativ assoziiert und das ist einfach auch schon ein Problem. Das ist generell ein riesiges Problem irgendwie, dass dünn gut ist und dick schlecht in der heutigen Gesellschaft. Eigentlich sind es ja einfach nur Wörter, um etwas zu beschreiben. Genau wie ich schmiere dünn Butter auf mein Brot oder ich schmiere dick Butter auf mein Brot. Daran ist ja eigentlich nichts besser oder schlechter. Aber irgendwie assoziiert man das heutzutage mit ja, gut oder schlecht. Und das Problem ist eben auch, dass wenn dünn gut ist und dick schlecht, ist natürlich super dünn, super gut und am dünnsten am besten. Genauso wie in meinem Lernbuch, ich mache ja ein Fernstudium zur Ernährungsberaterin, ist auch der verschiedene Körperfettanteil aufgelistet mit den Wörtern irgendwie schlecht, Normalbereich gut, sehr gut und sehr gut ist dann der wenigste Körperfettanteil, was natürlich auch gar keinen Sinn macht. Weil natürlich gibt es noch Körperfettanteile, die weiter unter diesen Zahlen liegen, die dann wieder nicht gut sind, aber das wird auch komplett ignoriert. Es ist eben so, dass in der heutigen Gesellschaft die meisten Menschen eher mit einem zu hohen Gewicht zu kämpfen haben, anstatt mit einem zu niedrigen, aber es ist eben so, dass es eben auch sehr viele Menschen gibt, die untergewichtig sind und auch sehr viele Menschen gibt mit Essstörungen. Und an die wird irgendwie gar nicht gedacht. Und ich meine, dieser Satz ist einfach Essstörung pur. Ich habe eigentlich, ich meine, ihr merkt vielleicht schon, ich habe gar keine richtigen Worte, um darüber zu sprechen, weil ich es einfach nur so schlimm finde. Aber dieser Satz ist eben so auch wirklich so ein typischer Pro-Anna-Satz, der eben von diesen Seiten sehr, sehr gerne verwendet wird, weil es eben ein Satz ist, der von einer Essstörung eigentlich perfekt kommen könnte. Weil irgendwie wirkt er ja auch für viele Leute sehr logisch in Essstörungen, deswegen wurde das ja auch so viel verwendet. Und es ist eben genau das Ding so. Unsere Essstörung redet uns Dinge ein, die für uns total logisch erscheinen, weil wir halt krank sind, psychisch krank, die aber für normale Menschen oder für uns im gesunden Zustand selber überhaupt gar nicht mehr irgendwie logisch wären. Weil ich meine, ich glaube, die meisten Leute finden diesen Satz sehr, sehr krank, aber eben Essgestörte finden diesen Satz super vorbildlich und schreiben sich den auf und nehmen den als Motivationssatz. Und das ist eben nicht nur mit diesem Satz, sondern mit ganz vielen verschiedenen Sachen so. Auch dieses Ding, dass sehr viele Essgestörte glauben, dass sie beneidet werden für ihr Untergewicht, für ihre Disziplin. Dass das ist, worauf die Leute neidisch sind. Das ist eben überhaupt nicht der Fall. Also auch das hat man auf anderen Seiten ja schon oft gesehen und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung.
Weil ich auch während meines niedrigsten Gewichts im Bus stand und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten, weil ich einfach keine Kraft hatte und kaum Gewicht hatte. Und der Bus ist ja auch mal wieder angefahren, hat gebremst. Und ich habe mich umgeguckt und dachte gerade auch bei so Leuten, die ein bisschen dicker waren, so, ja, die sind bestimmt neidisch auf mich, weil ich so dünn bin, weil ich bin so diszipliniert. Aber das ist irgendwie nicht der Fall. Also heutzutage schäme ich mich natürlich mit diesen Gedanken total, aber ich meine, ich bin halt krank gewesen oder ich bin es noch, aber damals war ich aber auf einer ganz andere Art und Weise krank. Und da war viel tiefer in der Essstörung drin und deswegen habe ich das gedacht. Das war nicht wirklich ich, sondern die Krankheit. Und deswegen sage ich das jetzt hier auch, weil es ist nicht so, wie ich mich schämen muss, weil es ist eben, wie gesagt, die Krankheit gewesen. Und für mich waren schon Leute mit einem normalen Körper irgendwie dick. Beziehungsweise ich habe Menschen mit einem normalen Körper nicht dick gefunden, aber die waren irgendwie für mich so dick, wie ich niemals sein wollte. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, oh, die sind ja dick. Also das konnte ich schon noch irgendwie das differenzieren, aber wenn ich jetzt gedacht hätte, oh, wenn ich jetzt so aussehen müsste, das wäre mir ja viel zu viel. Obwohl ich eigentlich auch gesehen habe, dass diese Menschen nicht dick sind. So, das war ganz kompliziert. Ich weiß auch, dass es bei manchen Essgestörten so ist, dass sie wirklich alle möglichen Leute dick finden, die es nicht sind. Bei mir war es jetzt nicht so, aber wie gesagt, ich habe mich halt immer irgendwie allen Leuten überlegen gefühlt, weil ich halt so viel dünner war als so gefühlt jeder. Und ich dachte halt, dass ich deswegen besonders diszipliniert bin, besonders stark und dass das bestimmt alle beneidenswert finden, weil alle würden ja gerne dünner sein. Was ja heutzutage auch irgendwo so ist, jeder will ja irgendwie abnehmen, aber das Ding ist halt einfach, es ist nicht beneidenswert. Das ist nicht so, worauf man stolz sein sollte, dass man super dünn ist oder super diszipliniert, weil aus heutiger Sicht, ich meine, ich habe schon eine Essstörung. Das heißt, es wäre jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dass ich dünne Leute sehe oder sehr magere Menschen, besser gesagt, und denke, oh, so würde ich gerne aussehen. Aber nicht mal bei mir mit einer Essstörung ist das der Fall. Wenn ich Leute sehe, die sehr, 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 sehr dünn sind, also wirklich untergewichtig, dann ist es auch so, dass bei manchen weiß man ja nicht genau, warum die so dünn sind. Das kann ja an vielen Dingen liegen. Aber bei einigen habe ich dann auch wirklich schon das Gefühl, okay, diese Person hat ziemlich sicher eine Essstörung. Das merkt man ja auch ein bisschen am Verhalten. Hier bei mir in der Nähe wohnt auf jeden Fall eine Frau, die ist sehr, sehr sicher magersüchtig. Das merkt man auch daran, wie die im Supermarkt sich verhält. Und ja, es ist halt auch so, dass sehr untergewichtige Menschen meistens halt auch ein sehr eingefallenes Gesicht haben. Und bei diesen Menschen denke ich halt niemals, oh mein Gott, die hat ja eine tolle Figur, da bin ich ja neidisch, ich wünschte, ich würde auch wieder so aussehen. Ich denke in erster Linie, diese Person braucht Hilfe. Ich weiß, viele Menschen sehen auch ihre Krankheit irgendwie als Hilfeschrei an, aber das Ding ist, ich sehe das, weil ich selber eine Betroffene bin. Aber ich weiß auch, dass ich das, bevor ich betroffen war, nicht gesehen habe, dass diese Menschen Hilfe brauchen. Aber weil ich eben involviert bin in diesem Thema, weiß ich das mittlerweile. Und ja, teilweise fällt mir es auch irgendwie echt schwer, sowas mit anzusehen, weil ich kann ja schlecht zu einer völlig fremden Frau hingehen auf der Straße und sagen, hallo, brauchen Sie vielleicht Hilfe? Haben Sie vielleicht eine Essstörung? Soll ich Ihnen helfen? Also, das ist ja komplett unangebracht. Aber es tut mir einfach weh, sowas zu sehen. Und vom Ästhetischen her denke ich hier meistens wirklich, wie schrecklich. Diese Menschen sehen einfach aus, als ob sie gerade dabei wären zu sterben, was ja in irgendeiner Art und Weise auch wirklich so ist. Und selbst bei ganz normalen Frauen, die einfach nur sehr schlank sind, die sich unbedingt krank aussehen, denke ich oft schon, dass ich es ästhetischer finde, wenn Frauen einfach auch ein bisschen weiblich aussehen. Einfach einen ganz normalen Körper haben und eben nicht super, super dünn sind, weil dadurch sieht man halt auch oft deutlich jünger aus. Und wenn ich zum Beispiel eine Frau sehe, die irgendwie Mitte 20 ist, aber den Körper hat von einer 12-Jährigen, dann denke ich mir nicht, wow, wie beneidenswert. Das ist das, was ich sagen möchte. Ich will jetzt auch kein Bodyshaming machen. Jeder Körper ist einzigartig und schön, so wie er ist, solange er gesund ist natürlich und nicht durch krankhaftes Hungern oder Erbrechen herbeigeführt. Oder auch nicht krankhaftes Hungern, jegliches Hungern. Aber jeder hat ja so seine persönlichen Vorlieben und eigentlich wäre es, wie gesagt, bei mir als gestörte Person schon irgendwie noch mehr zu erwarten, dass ich jetzt total dünne Körper schön finde, als es bei gesunden Menschen. Und selbst bei mir ist das gar nicht der Fall. Und ich möchte auch nicht so aussehen wie diese total abgemagerten Mädels, die ich auf der Straße sehe. Und von daher würde ich mir einfach mal rausnehmen, überhaupt, dass es den meisten Leuten so geht, dass es die wenigsten gesunden Menschen auf stark untergewichtige Frauen neidisch sind. So. Ich glaube, das ist einfach eine Lüge der Essstörung, die uns einredet. Und natürlich gucken die Leute einen an. Aber die gucken nicht, weil sie denken, oh mein Gott, sie ist so dünn, ich bin so neidisch. Sie hat so viel Disziplin. Die Leute gucken. Weil sie denken, scheiße, die sieht aus, als ob sie gleich aus den Latschen kippt. Die ist auf jeden Fall krank und ach du Scheiße, das sowas habe ich ja noch nie gesehen. Deshalb gucken die Leute. Natürlich haben mich damals die Leute auch angeguckt, aber wenn man mal ein bisschen genauer geguckt hat, konnte man an den Blicken erkennen, das war kein Neid, sondern es war Mitleid. Die Leute bemitleiden einen, wenn man scharf gemagert ist, weil diese Menschen sehen, dass man krank ist.
Es kann nicht sein. Warum klingelt in jedem meiner Videos das Telefon? So, wo war ich gerade? Mitleid. Ja. Es ist so, dass wenn man in dieser Krankheit wirklich richtig drinsteckt, dass man dann sehr viele Dinge irgendwie logisch sieht, die aber gar nicht wirklich so sind. Zum Beispiel, man denkt, die Menschen werden alle neidisch auf mich sein, wenn ich dünn bin. Aber man sieht nicht, dass man eigentlich nur Mitleid bekommt. Man denkt, es ist einfach so, man denkt, es lohnt sich, irgendwie zu hungern, weil nichts so gut schmeckt, wie sich dünn sein anfühlt. Aber es geht auch nicht nur darum, dass man isst und dass man das Essen lecker findet. Weil ich weiß auch, dass es Menschen gibt mit einer Essstörung, die können Essen gar nicht mehr genießen. Das war mir jetzt nie so. Ich fand Essen nie eklig, ich fand Essen immer lecker. Und ich habe auch während meiner Essstörung tatsächlich Sachen gegessen, die gut geschmeckt haben für mich damals. Ich habe auch mal irgendwie ein Stück Pizza gegessen oder sowas. Also sowas jetzt nicht. Es ist von daher macht der Spruch nochmal tausendmal keinen Sinn. Aber es geht einfach nicht nur darum, dass man irgendwie essen soll, weil es so lecker schmeckt, sondern Essen ist so viel mehr. Es gibt so viel mehr Aspekte, was einem die Essstörung nimmt, als nur leckeres Essen. Es ist ja viel mehr als das. Es geht darum, dass wenn man den Körper in einen Hungerzustand versetzt, was man in einer Essstörung oder in einer Diät auch, oder in einer Diät auch schon, tut, dass man dann sich weniger konzentrieren kann, dass man weniger gut schläft, dass der Körper weniger gut arbeiten kann, dass irgendwann auch man seine Periode nicht mehr bekommt, dass der Körper Mangelzustände bekommt, weil einfach nicht mehr alle Nährstoffe und Mineralien durch Nährung gedeckt werden können, dass man weniger leistungsfähig ist, dass man schlecht gelaunt ist. All das, es gibt tausend Faktoren. Und umso tiefer das Untergewicht ist oder umso weniger man isst, umso mehr man sich unterernährt, umso mehr körperliche, teilweise auch gesundheitlich schwere Folgen hat das Ganze. Es geht da ums Leben oder Nicht-Leben, denn es ist halt klar, so genauso wie eine Person, die 400 Kilo wiegt, bestimmt nicht so alt wird, wie wenn sie Normalgewicht hätte, weil sie einfach krankhaft fettleibig ist, wird auch eine Person, die 20 Kilo Untergewicht hat, deutlich früher den Löffel abgeben müssen. Das ist einfach leider so und umso stärker man ins Untergewicht kommt oder unterernährt ist. Es kann auch ein Normalgewicht sein, dass man unterernährt ist und daran stirbt. Das kann ich nur mal wieder sagen. Ja, umso näher rückt man halt dem Tod. Und es ist natürlich auch so, dass man irgendwann nur noch den Fokus auf Essen hat, an nichts anderes mehr denken kann und ja, auch einfach sehr reizbar ist und man deswegen einfach auch zwischenmenschlich extreme Probleme bekommt. Man verliert in seiner Essstörung Freunde, man stoßt die Familie von sich weg. Man hat einfach kein schönes Leben mehr. Und darum geht es. Eine essgestörte Person hat kein schönes Leben. Es geht nicht nur darum, dass man, was manche Menschen ja zum Beispiel denken, einfach ein bisschen weniger isst, dass man sich besser im Griff hat, dass man, oder weniger Hunger, denken ja manche Menschen auch, das ist auch nicht unbedingt der Fall. Genauso wie Menschen über Bulimie denken, das sind Menschen, die manchmal, wenn sie ein bisschen viel gegessen haben, sich nach dem Essen übergeben gehen. Nein, eine Essstörung macht das gesamte Leben kaputt. Und eben genau die Sätze wie, nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt, rutscht man eben in eine Essstörung rein und in krankhaftes Verhalten, was das ganze Leben zerstören kann, weil es eben so viel mehr ist als Essen. Dünn sein bringt so viel mit sich, was das Leben zerstören kann. Viel mehr als nur Essen. Essen ist ja auch eine Kommunikationsform. Man isst zusammen mit seiner Familie und redet darüber, wie der Tag war oder man bestellt sich mit der besten Freundin eine Pizza oder man geht ein Eis essen mit den Geschwistern oder irgendwie sowas. Essen ist ja viel mehr als nur Nahrungsaufnahme. Essen ist Genuss, Essen ist Sozialsein, Essen ist Spaß. Es ist so viel mehr als das. Und wenn man das allein darauf beschränkt, dass Essen etwas ist, was einem vom Dünnsein abhält, dann hat man meiner Meinung nach ein wirklich riesiges Problem. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, die Essstörung redet einem ein, dass es so viele Vorteile hat, weniger zu essen, sich zu übergeben, sich abzumagern. Dabei hat das einfach so, so viele Nachteile. Und letztendlich keinen einzigen Vorteil. Es gibt ja auch Menschen, die personalisieren die Essstörung ganz schön. Und sie denken, die Essstörung wird immer für einen da sein. Aber das ist so sinnlos. Es ist genauso wie zu denken, ich habe einen Tumor in meinem Kopf und ich möchte ihn nicht entfernen lassen, weil der Tumor wird immer für mich da sein. Das ist Quatsch. Der Tumor ist keine Person, der Tumor bringt dich um und der Tumor gibt dir keine Liebe oder Zuneigung. Genauso wie auch die Essstörung, der keine Liebe oder Zuneigung gibt. Die Essstörung sorgt nur dafür, dass man sich richtig scheiße fühlt. Sie gibt einem das Gefühl, dass wenn man abnimmt, dass man sich dann mehr mögen wird. Aber genau das ist eben das Trügerische. Man denkt es dann wirklich. Aber umso mehr man abnimmt, umso weniger mag man sich.
Zumindest ist es meistens so. Jedenfalls habe ich noch nie gehört, oh, ich bin so super zufrieden mit meinem Körper, in meiner Essstörung. Das ist eher selten der Fall. Im Großen und Ganzen ist es einfach so, dass man, wenn man so richtig in der Essstörung drin ist und ja, eben auch schon ein bisschen mangelernährt und dadurch auch das Gehirn nicht mehr so gut versorgt wird, dass man dann wirklich einfach Dinge glaubt, die überhaupt nicht real sind und die man in dem Moment so gar nicht sehen kann. Wie eben diese tiefe Überzeugung, die Menschen sind neidisch auf mich. Mein Leben wird besser werden, wenn ich dünn bin. Ich werde mehr Erfolg haben. Leute werden mich mehr mögen. Alles sind Sachen, da kann ich euch sagen, das ist nicht der Fall. Niemand wird euch mehr mögen, wenn ihr dünner seid. Eher im Gegenteil, weil sich euer Charakter natürlich verändert. Und das ist das Problem. Man wird gereizt, man wird asozial, teilweise unfassbar egoistisch durch eine Essstörung, die eben durch genau solche Gedanken, wie gesagt, getriggert wird. Und kein Mensch wird euch mehr mögen, weil ihr dünner seid. Das kann ich euch wirklich versichern. Und kein Mensch wird euch weniger mögen, wenn ihr zunehmt. Und selbst wenn es so wäre, was es nicht ist, was wäre das dann für ein Mensch? Was wäre das für eine Freundschaft oder Beziehung oder was auch immer? Wollt ihr sowas wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe in diesem Video sehr viel rumgelabert. Ich hoffe, es wurde irgendwie klar, welche Botschaft ich vermitteln wollte. Ich habe teilweise so oft gestockt, ich werde dieses Video wahrscheinlich dumm und dämlich schneiden müssen. Weil ich es einfach so schwer fand, in Worte zu fassen, was ich eigentlich sagen wollte. Am Großen und Ganzen waren es eigentlich einfach nur Beispiele für das, was ich eigentlich damit bezwecken wollte. Und zwar die Botschaft, eure Essstörung sagt euch Dinge und beziehungsweise sie lässt Dinge in eurem Kopf total logisch wirken und real, die es eigentlich gar nicht sind. Und das könntet ihr sehen, wenn ihr die Essstörung loslassen würdet, wenn ihr versuchen würdet, gegen sie vorzugehen und wenn ihr ein bisschen gesünder wärt. Und ich habe versucht, euch das ein bisschen klar zu machen. Und vielleicht, falls ihr diesen Punkt schon seid, dass ihr immer darüber nachdenkt, wie war das eigentlich früher bei mir so? Würde mich sehr interessieren. Hattet ihr auch manchmal solche Gedanken, die für euch völlig logisch waren? Zum Beispiel, Leute werden mich mehr mögen, wenn ich dünner bin, oder alle sind neidisch auf mich, wenn ich dünn bin. Mein Leben wird besser werden. Hattet ihr solche Gedanken auch mal? Wenn ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was für Gedanken das waren, ob ihr die immer noch habt. Ich wünsche euch ganz doll, dass ihr sie nicht mehr habt. Ja, und auch für die Leute, die keine Essstörung haben, die sie geguckt haben, war es vielleicht ganz interessant, mal zu erfahren, was im Kopf einer Essgestörten so abgeht und warum wir uns manchmal komisch verhalten. Ja, und dass wir dafür eigentlich gar nichts können, weil die Krankheit uns einfach Dinge vortäuscht, die nicht real sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch wirklich sehr, 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 sehr über jedes neue Abo. Ich freue mich auch sehr über Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.